Auf geht's, ihr Lieben. Let's go in ein weiteres Silverstone-Rennen in der IMSA. Mit René Rast im Split. Der ist auf der 2. Klassischer Dave, der sich schlecht qualifiziert, ist auf der 9. Zugegebenermaßen, ich bin auch ein bisschen aufgeregt. Mit Calvin van der Linde auch im Chat. Er fühlt sich so beobachtet dann direkt. Aber mal schauen, wir kriegen das schon hin. Green flag, green flag. Hoppala. Car on your left. Stay on the right. Still there, hold your line. Keep to the right. You're on the right, 3 wide. Oof. Car on your left, 2 wide. Clear on the left. Jedes gute Rennen startet mit einem Off-Track. John, komm schon, mach mal nicht so viele Fehler. Oh Gott. Ja, Number One Guide, um schneller zu werden. Mach keine Fehler. Ich hab das einfach vergessen. Mach doch einfach keine Fehler. Alter, der struggelt massiv. Muss vorbei. Gucken, ob ich am Ende der Geraden dran bin, sodass ich vor Luffield eine Überholattacke starten kann. Und moin auch Lubo. Hammer Time. Blöderweise hat er seine Pace wieder gefunden. Vielleicht auch ich meine noch gar nicht. Ja, wobei, hier in Stowe war ich vorhin sehr langsam und jetzt komme ich sehr weit raus. Das ist auch nicht gut. Okay, in der letzten Schikane hat er ein paar Fehler gemacht noch. 57,9. Alter, wie langsam.
Aber Ahmed Gharib hat noch keinen Fehler gemacht und hat sich vom Rating her krass verbessert. Also vielleicht ist er ja so ein bisschen dabei, seine fehlerreichen Rennen jetzt ein bisschen auszubügeln und zu schauen, dass er... Oh, shit. Das war nicht gut. Ja, das zum Thema fehlerreich. Glücklicherweise kostet der nur ein bisschen Zeit und höchstens eine Position. Still there, hold your line. Keep to the right. Stay on the right. Clear on the left. Weiß nicht, ob ich ein bisschen Schaden davon getragen habe. Starke Verteidigung, die aber Zeit kostet. Das war deutlich besser. Und das auch. Wenn auch noch nicht perfekt. Alles klar, die fahren alle noch mit so unbesiegbare Pace. Vorne wird gefightet. Sepp Telegrand hat vermutlich einen Fehler gemacht. Deutlich hinter meiner PB von gestern. We'll be right back.
war gut. Da bin ich mal ein bisschen zufrieden. So, der Sepp verliert immer noch Zeit. Sehr schön. Es geht in die richtige Richtung. Okay, der erste Gang bringt schon möglicherweise was, wenn man da safe rauskommt. Sieht solide aus. Jupp. Wird gerade besser. Ist das der echte René Rast? Jupp. So, sieht gut aus. Jetzt geht's in den 56er-Bereich. Und das fährt der Führende gerade auch. Also von der Pace her jetzt nicht der schnellste Split, in dem wir je waren, obwohl das Strength of Field höher ist als die letzten Tage. Ich erinnere nur an das Rennen mit Neissen, wo Neissen halt auch niedrige 56er durchgehend gefahren ist. Okay, das war jetzt wieder besser als in der letzten Runde. Vielleicht kommt es einfach nur auf den Exit an. Ich habe es hin und wieder versemmelt. Ja, moin moin auch Tobi und KW. Oh boy, das war nicht gut. Na komm schon, ab in den Windschatten vom Porsche. Komm mal, wir sind auch Markenkollegen, Mate. Lass mich nicht alleine mit dem Ford. Oh mein Gott, was passierte da denn? Ist Ahmed noch dabei? Ja, Tatsache. Oh, zu spät in den vierten. Ich kündige mich schon mal an.
Car right. Clear on the right. Das ging erstaunlich komplikationsfrei vonstatten. Oh, P6 im Moment, 43 Rating im Plus. Ärgerlich. Prädé im Audi, es gibt bei den GTEs kein Audi. Also muss er wahrscheinlich entweder Ford oder Porsche fahren. Würde man jetzt Ford vermuten. Weil er im Moment die Meta schlechthin ist. Ja, René einzuholen wird ganz schwierig, weil der vor allem auch guten Windschattengrad hat. Das ist eigentlich seit Rennstart. Ich sag mal, die größte Chance wäre tatsächlich, jetzt wo über Ahmed gesprochen wird im Chat, wenn Ahmed einen Fehler macht und René da ausweichen muss. Dann sind wir wieder mittendrin. Ansonsten können wir gleich über 2650 Rating haben. Ja, schneller als der vor mir, jein. Problem ist halt, danach ist wieder eine komplett windschattenfreie Zone. Ist natürlich die Frage, ob ich wirklich so viel schneller bin. Alles klärchen, mein Glücksbärchen. Lass mich bitte vorbei, Martin. Ui, das ist ja super nett, wie die GT3s hier gegen mich fahren. Also für mich fahren im Prinzip. Das ist echt geil. Danke. Ihr könnt meinen, ich habe den GT3-Fahrern allen irgendwie Geld versprochen, wenn sie mich vorbeilassen. Würde ich natürlich nie machen. Ein Lannister hält seine Versprechen. Der Boy hinter mir ist an der Box, okay. Oh no, tires are dead. Da bin ich ihm mal nicht im Windschatten gefolgt. Ich glaube, das ist ganz gut, wenn ich da lieber auf der Strecke bleibe. Ja, wahrscheinlich hat er auch irgendwie in den Chat geguckt oder so, keine Ahnung. So, jetzt sehen wir auch links unten die Abstandsentwicklung zu René. Das wäre natürlich geil, wenn wir nochmal in einen Zweikampf mit ihm kommen. Wird halt schwierig. Ja, kritisch. Und Cory, vielen, vielen Dank dir für den Prime-Sub. Merci, mein Lieber. Bin ich ein Lannister? Haben Lannisters nicht immer blonde Haare? War so ganz
allgemein gefragt. Oh Gott, die Tires sind wirklich ein bisschen dead. Bitte, 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 bitte. Danke, Alter, die sind alle super nett. Die GT3-Fahrer haben heute irgendwie echt guten Tag erwischt. Jetzt verliere ich wieder zu René und Ahmed. Vielleicht habe ich in diesem Rennen meine Reifen zu hart drangenommen, auch wenn ich nicht weiß, wie. Ein Fehler und ein kleiner Zweikampf, sonst fällt mir da nichts ein. Eine 56,7 als PB ist schon echt gar nicht schlecht. You got a slow car on the right. Leonardo. Holla die Waldfee. Ja, der erste etwas unachtsame GT3 vielleicht. Aber der macht auch sofort Platz. Schrägstrich geht an die Box. Bin nur ein bisschen so irritiert, aber geht alles klar. Geht alles klar. Dauert eh nicht lang, bis ich abfliege. Stimmt, so kennt man mich. Das ist der Dauerzustand. Man kennt mich ja auch als Dave, den Fidget Spinner. Was heißt Fidget eigentlich? Hat das irgendwas mit der Form zu tun? Sprit einstellen haben wir schon. Danke für den Reminder. Ist ja nicht immer so, dass ich meinen Sprit fertig eingestellt habe. Aber diesmal passt's. Fidget heißt zappeln? Okay, danke. Da müsste ich jetzt mal nach der genauen Definition von zappeln suchen, weil zappeln heißt für mich nicht, in einem kontrollierten Kreislauf eine Bewegung durchzuführen. Moin Wieger, Top 5 is always possible. Ja, vor allem in dem Rennen, wir sind gut dabei. Glücklicherweise ist der Ford hinter mir auch schon früh an die Box gegangen. Das heißt, er hat seinen gesamten zweiten Stint lang mehr Sprit als wir. Zumindest bis wir an die Box gehen.
Danke, Bumble. Ich mache leider ein paar zu viele Fehler, als dass ich hier komplett dranbleibe und schön Lift and Coast fahren kann. Das ist jetzt nicht unbedingt das beste Rennen, das ich hier hatte. Weniger Fehlern wäre ich näher dran, könnte mehr Lift and Coast machen, Sprit sparen, vielleicht sogar Timotei da vorne. Angreifen nach dem Stop. Ja, okay, zappeln wegen dem, was es quasi ruhig stellt. Danke. Aber ADHS kann ja nicht nur Kinder haben, können auch Erwachsene haben. Oh boy. Gut aus dem Weg gegangen, aber das war trotzdem irgendwie ein bisschen risky. Ich habe behauptet, dass es nur für Kinder ist. Naja, da hat, glaube ich, jemand in der Nachricht, die hervorgehoben war, das doch geschrieben, oder? Habe ich es vielleicht falsch gelesen? Falls ja, dann sorry. Ach, ärgerlich. Jo, alles im Griff. By the way, Calvin, ich habe noch was für dich nach dem Stream. Das zeige ich dir mal. Das könntest du vielleicht sogar noch als irgendein Alert nehmen. P5 ist noch drin. Ja, denke ich auch. So viele von uns waren nicht an der Box, oder? Vielleicht ein BMW. Aber der hat sich ja den Spritvorteil weggenommen. So, zwei weitere. Runden. 20,8. You've got about 2 left of fuel. Car on your left. Clear. Danke. Hat sich die Mercedes-Kappe also doch gelohnt. Can do this. Jo, aber mit viel Geduld und Ruhe. Günstige Stelle, um GT3 zu überrunden. Sehr ungünstig. Ja, das ist super unlucky. Och, come on, lass ihn doch vorbei. Was ist denn da los? Schade. You're in fifth. You have about
that one lap of fuel left. Ah. Uff. Same time, Dave. Oh no, my tires are dead. Immer noch. Ja, ich freue mich schon bald auf meinen 32:9 Monitor. Der Versand wird immer noch vorbereitet. In der aktuellen Zeit logischerweise, aber auch voll in Ordnung. Wenn man sich da ein bisschen länger Zeit lässt mit dem Versand. Und ich war auch sonst noch nie wirklich so unzufrieden mit Amazon-Lieferungen. Oh boy! Ist safe, jo. Auf 17 gehe ich definitiv nicht. Das wäre mir zu risky und da könnte ich nicht angreifen und... Kannst du mit dem Porsche theoretisch machen, weil im zweiten Stint solltest du tendenziell weniger angreifen. Die Reifen gehen einfach komplett zunichte. The lead is spinning now. Bitte keine Penalty, ey. Das wäre so mies. You're now in third. Ja, sehr gut. Wie viele Rating Gaps da? 73, das ist eigentlich meine Position. Schönste Zahl der Welt. Nein, ich muss den Limiter ja gar nicht ausmachen. So. Okay, go. Okay, ich habe doch ein bisschen Schaden davon getragen tatsächlich. Wahrscheinlich leichter Unterbodenschaden. Und wir sind vor Sepp. Wir sind deutlich vor Sepp. Timotei Spinalla. Warte mal, wir sind auf 4. Sepp wurde deutlich aufgehalten. Ja, oder er hat zu viel Sprit eingefüllt. Ich habe ja die Menge getankt, bei der ich mir so... Ich habe ja die Menge getankt, die du für 23 Gesamtrunden brauchst. Er hat vielleicht die für 24 getankt. Die Runde vor dem Boxenstopp war super bei mir. Also, das wird auch einen Unterschied gemacht haben. Pit Entry war sehr schnell. Da kommen ein paar kleine Faktoren zusammen. Aber ja, aufgehalten kann gut sein, vor allem von Ali, der da hinter ihm ist. Ja, das ist wahrscheinlich, dass er da ein bisschen GT3-Verkehr hatte. Aber gut, habe ich immerhin nochmal sorry für meine schwächere Pace in diesem Rennen, weil so wirklich zufrieden bin ich mit der Geschwindigkeit nicht gewesen. Aber falls es wirklich Floor Damage ist. Kann es durchaus einen kleinen Unterschied machen. Als Rennfahrer brauchst du immer eine Entschuldigung. Ich habe ja den Fehler gemacht, insofern ist es ja keine große Entschuldigung. Das ist ja Ursache und Wirkung. Ja, Sprit reicht auf jeden Fall. Und zwar dicke.
René hat Sprit am unteren Limit. Gut, der ist in diesem Rennen zumindest eher außerhalb der Reichweite. Rolf van Erken, bitte lassen Sie mich vorbei. Rolf van Erken, please let me by. Soll ich noch für eine Sprache versuchen? Torrance Nemeli. So, haben wir auch mal Armenisch gehört. Oh mein Gott, Ahmed! Macht einen Classic, Ahmed! Ich hab's euch gesagt! Der Typ, ey. Ich weiß mittlerweile nicht, ob ich's... Ich find's mittlerweile nicht mehr komisch, traurig, seltsam, weird. Aber ich find's, glaube ich, mittlerweile einfach nur noch lustig. Weißt du, ich sehe so, boah, 2,8 Rating. Vielleicht hat er sich geändert. Rundenlang sauber gegen René Rast gefightet und dann, ja. Ey, gemeinsam mit René auf dem Podium stehen, das ist doch phänomenal. Was kann man da mehr wollen? Plus 73 Rating, stimmt? Oh mein Gott. Alter, sagt nicht, dass das direkt für 2,7k reichen würde. Nicht spoilern, Leute, für die Leute, die die exakte Zahl kennen. Ja, das ist auch das Ding, ich wollte René Rast gar nicht besiegen. Dritter Platz reicht, weil damit kriege ich mein Wunschrating. Konzentration bis zum Ende, ja. Muss halt aber sagen, dass ich eh nicht mehr ganz so ans Limit gehe. Also so 100% Full Focus brauche ich nicht. Stimmt, ey. Ich muss Ahmed mal auch empfehlen, dass er in Grosjeans Rennteam sich bewerben soll. Für Grosjeans Rennteam. Back in third. Keep hustling. Stay on the left, clear on the right. Ja, aber René macht das echt gut in diesem Rennen. Ich muss nochmal den Ford testen und mal gucken, ob ich mit dem nicht sogar nochmal wieder ein bisschen schneller bin. Vielleicht war ich im Porsche jetzt nur schneller, weil ich ein paar Rennen noch jetzt hatte zum Eingewöhnen.
René fährt auch einen Porsche. Okay, krass, dass er da noch jetzt so einen Pace rausholt. Ich werde mir nie Flipflops von denen holen, weil der geht nie zur Seite. Ach, das wär's. Anti-Werbung in iRacing. Von der konkurrierenden Firma einen Skin erstellen und dann alle Leute nerven. Aber niedrige 57er sind immer noch ganz gut drin. Ich wüsste halt gerne, wie es ohne Unterbodenschaden jetzt wäre, aber sag mal so sind auch, wenn man sich konzentriert, noch niedrige 57er möglich. White flag, stay smooth. Nochmal voller Fokus für die letzte Runde. Sehr gut. Ja, 57,2 war drin, wie man sieht. Geht sogar. Und vielen Dank Leatherface für den Prime Sub in den 5. Monat rein. Merci, mein Lieber. Saubere Sache. Ja, schönes Rennen. Leider einen Fehler gemacht. Über den Wurstkorb geschlendert. Und das hat ultimativ Pace dann gekostet. Aber ja, schöne Sache. Will ich gespoilert werden? Nein. And cheers, Riku. As far as I know, you were one of the English users, right? To make it short,
Rumble kannst du ihm eine DM schicken. Mit dem Inhalt für die englischen Zuschauer. Gucken, ob wir es ans Ziel schaffen. Namen gerade nicht gehört. Rico Akeno. You're right, and the story video is addressing it. Okay, perfect. Then write two or one. Write two of your favorite iRacing streamers of in English. And I will give you a sub for them. But thanks for your subscription anyway. Sodele! Oh, 0,2 Liter, ey. Schaffen wir es noch ans Ziel in die Box? Wie installiert man die Sprit-App? Das ist Cups, das musst du runterladen. Installieren, glaube ich, und dann starten. Ja, irgendwie sowas. Also so super schwierig ist es nicht. Na komm. Ja, sauber, jetzt geht's bergab. Und jetzt noch einmal Gas geben und dann ab an die Box. Uiuiui. Ja, wir fahren jetzt noch ein Rennen gleich. Jetzt zocken wir gleich erstmal eine Runde Forza Horizon 4 und dann geht's mit dem nächsten IMSA-Rennen weiter. Das geht dann in rund einer Stunde los. In einer halben Stunde fangen wir mit dem Practice an. So, sauber. Move it, move it! Schön an der Brake halten. Mache ich den Forzaton? Nee. yeah, anyway, Riku, just write me or Bumblebee two of the streamers. Alright, Leute. Rennstart, gab's da was Besonderes? Keine Ahnung, ja, nein, abbrechen? Ja, gab's. Der Ford. Bin mal gespannt, wie das Spiel da mal mit Reshade aussieht. Ach nee, der Ford war ja direkt vor mir. Nee, das war er nicht. Machen wir mal Far Chase. Da ist er. And danke, Riku. Thanks, Riku, for your sub in the second month already. Vielen, vielen Dank. Thank you very much. Ah, ja, auf den Körb gekommen, das kann man grundsätzlich, glaube ich, machen, aber nicht, wenn die Reifen kalt ist, würde ich jetzt mal vermuten. Wann bin ich denn über den Körb gefahren? Ich würde vermuten, in der 58er-Runde. Nee. Nee. In Runde 2? Nö. Und Marcel Place, vielen, vielen Dank dir für den Sub in den vierten Monat rein mit Prime. Merci, mein Lieber. Vielen, vielen Dank. Ich gucke jetzt mal noch ganz kurz. Wo war... Wo habe ich mir den Unterboden kaputt gemacht? War das schon in Runde 1? Nein. Nee, wir sind gerade in Runde 1. War das in Runde 2? Nein. Runde 3. Nein. Vielleicht kann mir jemand sagen, wann Ahmeds Crash war. Da gucken wir da gleich auch mal rein. Und Jens for me, vielen, vielen Dank für den Prime-Sub. Merci, mein Lieber. Raphael, du meinst den CLK GTR? Den hatte ich eigentlich schon länger. Nee, in der schnellsten Runde niemals. Ach ja, muss ich nicht jedes Mal pausieren.
Das kam mir so vor, als ob das super früh im Rennen gewesen wäre. Wann war das denn, um Himmels Willen? 119 war Ahmed, danke. Weiß das jemand? Runde 1 oder 2? Das hatte ich so auch im Kopf. Runde 1 war es nicht. Runde 2 auch nicht. Runde 3. Ah, Runde 3. Oh ja, da sehen wir es. Das ist halt schwierig. Ja. Behaupte mal, da war ein bisschen was am Unterboden kaputt. Bin ich irgendwo ohne grob Windschatten zu haben entlang gefahren. Ja, da habe ich vermutlich noch ein bisschen Windschatten. Ich habe die ganze Zeit Windschatten. Nee, habe ich nicht. Nee. Ich würde mal behaupten, hier ist der Effekt minimal. Beim 150 Meter Schritt 241 km/h. Gucken wir einfach die Runde danach. Ja, hat so 1-2 km/h Verlust bedeutet, würde ich mal behaupten. Also ein bisschen was kostet schon. Nein, nicht quitten. Ahmed Garib, Runde 19 habe ich gelesen. Ja, ey, echt schade, der Typ hat eine krasse Pace. Das muss man ihm einfach mal lassen, ne? Aber ich verstehe halt nicht, was er in seinem Rennen macht. Also, keine Ahnung. Ach so, ja, ich habe für den CLK GTR geschwärmt, aber den kannst du einfach kaufen. Ich habe mittlerweile tatsächlich jedes Spiel, jedes Auto, das du beim Händler erwerben kannst. Okay, da konnte er überhaupt nichts für. Da kannst du nichts für. Es sieht halt, also grundsätzlich kann man sagen, ja gut, er ist hinten drauf gefahren, aber es sieht halt so aus, als würde der GT3 Platz machen wollen und dann zieht er halt zu. War das derselbe GT3? Ja, also Damien, ich weiß, er ist Zuschauer, weil er hatte auch ein, zwei Mal was im Chat geschrieben. Also das war eine sehr, sehr unklare Sache. Wenn du da schon ein bisschen weiter außen bist, weiß ich nicht. Wenn der reingeht, vielleicht nicht reinziehen. Wie ist denn der dann geflogen? Er ist wahrscheinlich auf die Strecke zurückgefahren, oder? Ja. Aber dass sein Rennen komplett vorbei ist, ist natürlich wieder seine Schuld. Also gerade hier in Silverstone muss man halt sagen, er hätte... Ja gut, er hat nach links komplett gelenkt. Du hörst den Porsche halt auch. Nee. Da, okay, da hat man irgendeinen Porsche gehört. Vielleicht ist da jemand gerade vorbeigefahren mit dem Porsche. Nee. Krass, wie man den Porsche lauter hört als den Audi. Ach, moin, Nicen. Ja gut, das... Okay. Das ging halt wieder dann auf seine Kappe, ne? Ja. Stimmt, wir hatten auch nochmal eine etwas kritischere Situation. Ich glaube, das war hier. Ja, weil ich auch gerade gelesen habe im Chat, ja gut, das langsamere Auto soll ja immer auf der Ideallinie bleiben. Jein. Also, wenn es beide mehr Zeit kostet, und das tut's in einigen Fällen zweifelsohne, dann lass ihn doch vorbei. Statt da groß irgendwie dich querzustellen. Weißt du, dann fährst du mal die Außenlinie und der andere fährt innen und dann geht das. Also hier zum Beispiel da noch zuzuziehen, das war, das wäre auch in einem normalen Zweikampf mindestens sehr kritisch gewesen. Und spätestens hier würde ich halt sagen, dann nimm doch die Außenbahn, lass ihn innen rein und dann verliert ihr beide weniger Zeit. Weil so kannst du auch nicht die gesamte Streckenbreite nutzen. Das kostet halt alles Zeit. Weil weißt du, der Unterschied ist halt der, wenn der GTE innen ist, dann kommt er trotzdem, sagen wir mal, ungefähr genauso schnell wie du um die Kurve. Wenn er außen ist... Moment, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Das Ding ist, der GTE kann halt da schneller durch, würde ich behaupten, wenn du ihn innen lässt, weil er kann dann die gesamte Streckenbreite nutzen. So kann weder der GTE die Streckenbreite nutzen, noch du. Das heißt, ihr beide seid unterm Optimum.
Wenn der GTE dann die gesamte Streckenbreite beim Ausgang nutzen kann, wenn du ihn innen lässt, dann ist er schneller durch die Kurve, du aber auch, weil du am Anfang die gesamte Streckenbreite nutzt und weil der GTE dann durch den gesamten Kurvenverlauf nochmal ähnlich schnell ist, obwohl er weiter innen fährt oder sogar vielleicht einen Ticken schneller, kannst du auch verhältnismäßig früher wieder vollfahren. Und das ist auch etwas, das hat mir zumindest auch der René, jetzt nicht René Rast, sondern Teamchef René von Butler-Pahl Motorsport, der hat mir das auch gesagt, hey, Dave, wenn du dann auf der Nordschleife bist, du kannst auch die Leute einfach vorbeilassen. So, du sollst natürlich nach rechts blinken zum Beispiel, wenn du die links oder so vorbeilassen willst. Blink in die Richtung, wo du entlang fährst. Aber du kannst die Leute vorbeilassen und damit Zeit sparen. Weil es bringt nichts, wenn du 2-3 Kurven neben den Leuten rumhängst. Dann lässt du lieber die Leute einmal vorbei und bam. Und wir haben 2711 Rating. Zum ersten Mal über 2700. Oh mein Gott. Wie viel hatte ich denn? 2600. Ah, es sind nur 72 plus mein Herz. Oh. Nee, warte mal. Wir hatten 2639 vielleicht? Ja, 2639. Boi! Ey, 3000 ist in Reichweite. Immer noch 30 mehr als René. Hui. Da wird's bald eng. Aber ey, guck mal. Top 5 Porsche. Ja, Report-Meter hier. Was geht? BMW, BMW, BMW. Und dahinter haben wir Porsche. Porsche, Porsche. Und der erste Ford ist auf der 12. What? Was fahren die denn im Topsplit für Autos? Also der Porsche fühlt sich im ersten Stint vor allem extrem gut und extrem schnell an. Der Daytona Prototype hat 0 Rating bekommen, hat sich richtig gelohnt, aber ein bisschen Safety Rating gefarmt. Joa, 3,9 Sekunden vor Patrick Heinrich. Alter, das ist auch so knapp dann immer. Wenn da schnelle GTE-Fahrer unterwegs sind. Ja, und der Sieger hier war auch ein Porsche. Vor 2 Fords und dann wieder 2 Porsche. Also ich glaube, in Silverstone ist das Balancing tatsächlich ziemlich gut. 3K in diesem Monat ist noch drin. Ja, schauen wir mal. Hoffen wir's. Ja, an alle Leute, die im VOD eingeschaltet haben, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Gerne ein Abo raushauen. Gerne beim nächsten Mal wieder einschalten. Gerne auch live dabei sein auf Twitch und auch gerne auf den ganzen Social-Media-Kanälen folgen, die in der Beschreibung verlinkt sind. Haut rein und bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Ciao.